Günstiger bei realen Schulterproblematiken, bei Bewegungseinschränkungen, zum Beispiel hier in der Abduktion, ne, wenn der Arm gar nicht da hoch geht, ist diese Position. Wenn der Arm zum Beispiel nicht hoch geht oder noch nicht in die Abduktion kommt, Bewegungseinschränkungen sind, kann ich hier den Winkel auch so verändern, dass ich trotzdem hier mobilisieren, detonisieren kann. Ne, wenn der Arm einigermaßen beweglich ist, bin ich so, dass hier, wo meine Centerline ist, ungefähr ihr Ellbogen ist. Wichtig ist dieser Hebel hier. Ne? Um jetzt ergonomisch zu arbeiten, ich habe ja jetzt keinen vertikalen Druck, muss ich sowas ähnliches wie Rumpfkreisen hier machen. Ich muss meinen ganzen Oberkörper, meinen ganzen Rumpf in Bewegung bringen, um hier Ihre Scapula, Ihr Schulterblatt mit in die Bewegung zu bekommen, mit auf die Reise zu nehmen. Und kann jetzt natürlich sehr ähnlich arbeiten. Kann hier wiederum am Scapularand arbeiten mit dieser Verschiebetechnik. Kann natürlich auch hier tief in potenzielle Triggerbänder gehen und wunderbar die Bewegung über den Arm bis zur Hand auslaufen lassen. Gerade wenn in den Faszien Distorsionen sind, Aufspaltungen sind, Stressmuster gezeigt werden, Schmerzbereiche offensichtlich sind. Kann hier natürlich auch auf die Scapula wiederum gehen, also sowohl hier Supraspinatus, Infraspinatus, Teres Minor, wenn ich noch ein bisschen weiter tiefer gehe, kann ich den Teres Major sogar noch mitnehmen. Und wenn ich hier mit allen Fingern arbeite, tangiere ich eh potenzielle Tender, Trigger plus Akupressurpunkte. Auch hier kann ich so ein bisschen mein Augenmerk auf den Latissimus legen. Hier auf seine ganzen Inserationsbereiche kann natürlich auch inserationsübergreifend die Bewegung ausfließen lassen. Wiederum komme ich hier sehr gut in potenzielle Triggerpunkte des Serratus Anterior, wo ich jetzt hier meine Finger habe. Hier übrigens Latissimus. Hier übrigens Teres Major. Und immer wieder kann ich die punktuelle Arbeit mit flächiger Arbeit kombinieren. Auch in den Subscapularis komme ich jetzt hier mit meinem Daumen. Hier kann ich wieder zum Tuberculum minus, zum Ansatz gehen. Kann jetzt sogar hier schon ein bisschen so die Rotatorenmanschette in Bewegung bringen, in Rotation. Hier komprimiere ich natürlich den Subscapularis. Hier gehe ich in die Dehnung und kann wunderbar mit dieser Idee hier erstmal passiv mobilisieren und gleichzeitig Akupressurdruck geben. Und du kannst die Bewegung natürlich auch selber machen. Mach mal so ein bisschen hier. Da kann ich sie begleiten. Kann natürlich auch hier wiederum passiv als auch aktiv über die Rotatorenmanschette hier am Tuberculum minus und den längeren Tuberculum majus arbeiten, also an den Ansätzen Subscapularis, Supraspinatus, Infraspinatus, Teres Minor. Natürlich habe ich hier wiederum die Möglichkeit, auch am Glenohumeralgelenk zu komprimieren, zu traktieren, Gleit zu mobilisieren, also Gleitmobilisation zu integrieren. Kann natürlich hier auch an Delta Tuidus arbeiten und kann natürlich immer wieder lange Bewegung integrieren und hier ausschweifen. Immer wieder die Mobilisation der Scapula. Du kannst auch mal die Scapula selber bewegen, nach oben, nach unten, zur Seite kippen. Ne? Ich kann hier wiederum so ein bisschen auch begleiten mit meinem Druck, ne? Wo ich merke, wo sind Probleme, so, wo ist Spannung, wo ist kollagene Verklebung, wo sind Myogelosen. Ne? Kann hier wirklich auch immer bewusst sagen, führe man die Scapula zur Wirbelsäule, nach oben, nach unten, zur Seite und dann wieder passiv sein. Also ich kann hier wirklich in Intervallen aktiv, passiv arbeiten. Eine andere Möglichkeit ist auch noch, ich greife jetzt mal so rum. Ne? Jetzt habe ich hier im Teres Major und natürlich hier im Ansatz im oberen Bereich des Latissimus Dorsi eine gute Dehnung.
kann hier zur Crista tuberculi zum Ansatz gehen, kann natürlich wieder über den ganzen Latissimus ausstreichen und kann natürlich immer wieder auch meine Position wechseln. Wichtig hierbei wirklich hier, ich arbeite mit meiner Rumpfbewegung aus dem Körper raus. Okay, soweit mal, dann üben wir das jetzt mal.